So, wir sind gerade von draußen wieder reingekommen, war ein super Spaziergang. Wir haben draußen, wie gesagt, trainiert. Warum? Genau, du musst jetzt erstmal umziehen, weil du liegst da eigentlich falsch. Fupp, genau. Warum haben wir das jetzt trainiert? Fupp, aufs Kissen und mit dem Arsch zu mir. Ja, der labert wieder, der filmt. Nervt mich nicht, ich will jetzt mal eine Ruhe. Das war auch anstrengend, heute für beide. Also Fledermaus findet ist natürlich ganz, ganz toll, dass draußen jetzt Leckerlis aus meiner Tasche fallen.
Aber für das Mädel war es halt eben extrem wichtig und auch für mich, um halt eben mal festzustellen, wie das aktuell aussieht. Lotta wurde halt eben mir gesagt, nimmt draußen keine Leckerchen an. Ist da halt eben extrem ängstlich. Also ängstlich draußen ist sie. Drinnen geht's ja. Drinnen ist es okay, aber draußen ist halt eben dann nochmal ein Unterschied, wobei das jetzt nicht so wirklich ungewöhnlich ist. Aber sie würde draußen halt eben keine Leckerchen nehmen. Und ja, das haben wir jetzt heute zum ersten Mal wirklich aktiv getestet. Das funktioniert also, das geht schon. Wir müssen jetzt nur noch mal testen, ob das daran lag, dass Chris dabei war, der Fledermops, oder ob sie das auch alleine macht, also wenn sie mit mir alleine unterwegs ist. Das werden wir noch testen. Ich wollte heute erst mal gucken, was da passiert. Und abgesehen davon, dieser dünne, unterernährte Hund, der da liegt, der ja kurz vorm Hungertod steht, der freut sich ja auch über ein bisschen Leckerchen-Zuwendung. Genau. Also es hat super funktioniert. Auf dem Rückweg ist es dann so gewesen, dass wir noch jemanden hier aus dem Dorf getroffen haben, der auch zwei Hunde hat. Die kommen beide aus Bosnien. Auch hübsche Kerle, Mädels. Und das war halt eben wirklich sehr interessant, um halt eben auch mal so die Interaktion zu sehen. Da hat man halt eben gemerkt, Lotta hatte Riesenschiss, war aber auch kein Problem oder war halt eben auch keine Verwunderung, weil sie wurde erst einmal verbellt. Genau. Als sich dann alles beruhigt hatte und die anderen zwei gesehen haben, auch guck mal hier, das ist eine ganz eingeschüchterte, zarte Maus, da wurde sich gegenseitig beschnüffelt. Und da hat sogar der Fledermops sich vor Lotta gestellt, wie ein alter Gentleman. Und hat sie so ein bisschen abgeschirmt. Ja, ich habe die halt eben jetzt auch mal machen lassen, um zu gucken, wie es funktioniert. Also er übernimmt schon bei ihr so eine kleine Beschützerrolle und versucht so ein bisschen auf sie aufzupassen. Aber letzten Endes, sie ist ihm halt eben ganz einfach zu wild. Na Mäuschen, ja, du bist eine wilde Hilde. Genau, aber das ist ja auch gut so. Es wäre jetzt für mich schlimmer, wenn wir hier einen Junghund sitzen hätten, der eine absolute Trantüte ist. Ja, also von daher ist alles gut. Ja, und dann sind wir ein Stück gemeinsam noch gelaufen hier durchs Dorf. Das hat richtig gut funktioniert. Man hat sich gegenseitig beim Laufen abgecheckt, aber ansonsten war alles gut. Also was man daraus halt eben lernt, Lotta ist wirklich gegenüber anderen Hunden sehr rücksichtsvoll und zart. Sie hat halt eben momentan noch ihre Berührungsängste. Aber auch draußen trainieren ist möglich mit ihr. Sie nimmt Leckerlis, wenn man denn mit Leckerlis trainieren möchte. Sie lässt sich mittlerweile draußen auch problemlos anfassen. Das war ja ganz am Anfang nicht so. Sie lässt sich auch ins Geschirr jetzt greifen, ohne dass sie ausrastet. Aber da ist noch viel, viel Training notwendig. Allerdings muss ich halt eben sagen, momentan ist es mir wichtiger, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und da zu gucken, dass wir auf der Ebene erst einmal weiterkommen. Und die Trainingseinlagen, die wir machen, die sind wirklich, ja, ich sag mal, harmlos, also zart, drücken wir es mal so aus. Ne? Jo. Genau. Machen muss man was. Also das finde ich schon, das wäre jetzt fatal, bei so einem jungen Hund da den einfach laufen zu lassen und nichts zu machen. Hier der Kleine. Der muss jetzt nicht mehr regelmäßig bespaßt werden, aber auch der hat da Spaß dran. Also das ist ja das, nur weil ein Hund ein gewisses Alter erreicht hat, heißt das nicht, dass man den links liegen lassen kann, weil er keine Aufmerksamkeit mehr braucht oder halt eben kein Training oder auch keinen Spaß haben möchte. Also der ist da auch noch sehr interessiert dran. Nur Mäuschen? Ja, und du sowieso. Du bist halt eben nur noch ein bisschen ängstlich, aber da arbeiten wir dran. Ja, ist halt eben auch so, wir haben das heute mal getestet. Also sie hat tatsächlich mit Zweibeinern ein Problem. Das ist für sie eine echte Herausforderung. Man ist ja auch klar, ja, wenn man also ein kleines, zartes Wesen von unten immer hochgucken muss und dann türmt sich da was vor einem auf. Das ist erstmal komisch. Ne? Ja. So.
Ich bin wieder voller Haare. Da unten ist auch wieder alles voller Haare. Schnecke, ich glaube, du verlierst Haare. Und das sind weiße Haare. Ja, die verraten dich. Die verraten dich, Hammer. Ach ja, aber ansonsten muss ich sagen, das ist echt ein Schatz. Ne? Das wird richtig gut. So, gucken wir mal, was. Also, wir können erstmal Licht ausmachen. Ne? So. Da wird Nachschlag verlangt. Na, alles okay? Muss ich hab nichts mehr. Gute Entscheidung, mein Freund. So, wird einmal gewechselt. Da könnte es ja noch was zu futtern geben. Was hast du da, Zwiebeln? Ja. Ach so, dann müsste ich das ja jetzt auch mit der Kugel beichten, ne? Soll ich jetzt einem der Hunde die Schuld in die Schuhe schieben? Nee, sag die Wahrheit. Okay, dann bleiben wir bei der Wahrheit. Nichts Schlimmes. So, wir haben Weihnachtsbäumchen aufgebaut. Aufgebaut, geschmückt. Und dabei ist uns leider ein kleines Missgeschick passiert. Wir haben ja zwei handgemachte Kugeln geschenkt bekommen. Eine für Robby und dann noch eine für Chris. Und die für Chris ist leider runtergefallen und kaputt gegangen. Da war ja mal kurzfristig Drama. Jetzt hängt nur Robby am Baum. Aber Chris ist ja auch noch da. Also von daher, es ist natürlich schade für die schöne Kugel. Das war ein super Geschenk. Aber that's life. Shit happens, ne? Wie man so schön sagt. Ja, Mäuschen. Ich habe gesagt, dass wir es waren. Ja, es ist doch quasi die Wahrheit. Ich war ja indirekt beteiligt. Ich stand ja daneben. Oder so. Ne? Ja. Oh, na. Ja. Leider eine Kugel kaputt. Was denn? Ja, was denn, Mäuschen? Was denn? Du hast noch Hunger? Du hast noch Hunger? Ja, du willst Aufmerksamkeit.
Und dir ist das zu viel. Geh mal nochmal Schüssel auslecken. Verlegenheitsauslecken. Was machen wir jetzt? Ach ja. Helfen wir gleich Fröschen beim Kochen? Gehen wir lieber erstmal ins Körbchen zurück. Ist da oben. Also meine Aufbruchstimmung. No. Geht's hin? Haut. Ja, geh ins Körbchen. Hör mal. Jetzt in die Ecke. Oh, juckt das Öhrchen? Du auch.